Ein Farbentest, der dein geistiges Alter verrät. Jetzt habe ich ein Problem. Es kommt oft vor, dass sich dein Gehirn viel jünger oder älter fühlt, als es wirklich ist. Das beschreibt das geistige Alter. Willst du deines wissen? Heute hast du besonders Glück, denn Sonnenseite hat einen simplen Test für dich vorbereitet, der dir zeigt, ob du ein sorgloses Kind, ein betagter Weiser bist oder dein geistiges Alter einfach deinem tatsächlichen Alter entspricht. Beantworte einfach unsere Fragen, schreibe für jede Antwort die Punkteanzahl auf und zähle alles zusammen, um dein Ergebnis zu erhalten. Aber genug geredet, los geht's! Frage Nummer 1. Schau dir dieses Bild an. Welche Farbe ist deiner Meinung nach vorherrschend? Du hast 5 Antwortmöglichkeiten. A, B, C, D oder E. Hast du A gewählt, sind das 4 Punkte. Für B erhältst du 5 Punkte. War C deine Entscheidung, bekommst du einen Punkt. Farbe D bringt dir 2 Punkte und E bedeutet 3 Punkte. Frage 2. Im Folgenden siehst du 5 schöne rosafarbene Farbschattierungen. Welche gefällt dir am besten? Hast du dich für A entschieden, bekommst du 3 Punkte. Der Farbton B bringt dir 2 Punkte. Wenn C dein Favorit ist, dann gibt das einen Punkt. Die rosafarbene Schattierung D steht für 5 Punkte, wobei du bei E 4 Punkte notieren darfst. Frage Nummer 3. Schau dir dieses hübsche Bild an. Wir haben nur eine Frage für dich. Ist es schwarz-weiß? Wenn du zustimmst, dann notiere 5 Punkte. Wenn nicht, dann schreibe nichts auf. Mensch, ich hoffe, es kommt nicht zu einer Diskussion wie mit diesem blauen und weißen Kleid. Erinnerst du dich? Egal, gehen wir zur nächsten Frage über. Frage Nummer 4. Ich hoffe, dir gefallen Sonnenuntergänge genauso gut wie mir. Denn hier kommen ein paar Fotos von den schönsten Sonnenuntergängen überhaupt. Wähle einen davon aus. Entscheidest du dich für den ersten Sonnenuntergang, dann notiere dir 3 Punkte. Wenn es dir der zweite angetan hat, dann erhältst du 2 Punkte. Die wunderschöne Nummer 3 ist 4 Punkte wert und Sonnenuntergang Nummer 4 beschenkt dich mit einem Punkt. Frage Nummer 5. Nach den rosafarbenen Schattierungen folgen nun die Blautöne. Welcher gefällt dir am besten? Farbton A bringt dir 2 Punkte. Die träumerische B bedeutet 4 Punkte. Bei C darfst du dir 3 Punkte notieren. Für D erhältst du 5 Punkte und E ist 1 Punkt. Frage Nummer 6. Hier siehst du eine traumhafte Winterlandschaft. Welche Farbe ist dir in diesem Bild zuerst aufgefallen? Für Weiß erhältst du einen Punkt. Option B bedeutet 4 Punkte. Hast du dich für C entschieden, bekommst du 5 Punkte. D sind 3 und E bringt dir 2 Punkte ein. Frage Nummer 7. Jetzt wird es etwas einfacher. Wähle eine Wasserfarbe. Wenn das Grün A dein Favorit ist, dann notiere dir 2 Punkte. Gelb B bringt dir 4 Punkte. Das pinke C steht für 5 Punkte. Das rote D für 1 Punkt. Die Auswahl E bringt dir 6 Punkte und das bläuliche F erhöht deinen Punktestand um 3 Punkte. Frage Nummer 8. Schau dir dieses Bild an. Welche Farbe sticht am meisten ins Auge? Wählst du Option A, dann gibt es 4 Punkte für dich. B bringt dir 2 Punkte. Für das rote C erhältst du einen Punkt, während dir D ganze 5 Punkte einbringt. Schließlich bedeutet E 3 Punkte. Und das war die letzte Frage. Zeit, alle Punkte zusammenzuzählen. Übrigens, wenn du noch mehr über dich selbst herausfinden willst, dann schau dir diesen Test hier an. Das wird die ganze Wahrheit über deinen Charakter enthüllen. Aber zurück zum Test.
Die Ergebnisse sind endlich hier. Wenn du 7 bis 12 Punkte bekommen hast, dann bist du unter 20 Jahre alt. Es macht keinen Unterschied, was in deinem Pass steht. Du bist ein sorgloser Teenager im Herzen. Wenn du viel älter bist als 20, dann gratuliere. Du hast es geschafft, das ständige Gefühl von Enthusiasmus und Liebe für das Leben durch die Jahre hinweg zu bewahren. Strahle weiter so. Wenn dein Ergebnis zwischen 13 und 20 Punkten liegt, dann bist du 20 bis 29 Jahre alt. Du bist aktiv, kreativ und voller Leben, aber du bist auch schon ein Erwachsener. Kindheit und Teenagerzeit sind vorbei, doch du hast das Beste davon mitgenommen und das Unnötige hinter dir gelassen. Das bedeutet nicht, dass du keinen Spaß mehr hast. Dein Leben ist genauso spannend wie zuvor. Wenn deine Gesamtpunkteanzahl zwischen 21 und 28 Punkten liegt, dann ist dein geistiges Alter 30 bis 39 Jahre. Du bist immer noch neugierig auf neue Dinge und Ideen, aber du bist auch verantwortungsbewusst und nachdenklich. Genau genommen ist das die perfekte Balance zwischen Lebensfreude von Kindern und der Unabhängigkeit von Erwachsenen. Die goldene Mitte erreicht. Wenn dein Ergebnis 29 bis 35 Punkte ist, dann bist du 40 bis 49 Jahre alt. Du bist erwachsen und erfahren und weißt genau, wie du dein Leben führen willst. Du hast keine Zeit für Belanglosigkeiten. Du bist zielstrebig und arbeitest hart. Du weißt, was du willst und wie du es bekommst. Sei auch weiterhin eine Inspiration für deine Mitmenschen. 36 bis 40 Punkte bedeuten, dass dein geistiges Alter über 50 Jahre liegt. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Im Gegenteil, du bist weise und ruhig. Du weißt, worum es im Leben geht und schätzt Komfort. Bei dir fragen andere um Rat und du bist absolut vertrauenswürdig. Das sind seltene Fähigkeiten heutzutage. Deine Freunde sollten dich also um jeden Preis behalten. Was ist nun dein geistiges Alter und wie nah ist es an deinem tatsächlichen Alter dran? Erzähle es uns unten in den Kommentaren. Vergiss nicht, das Video zu liken und es mit all deinen Freunden zu teilen, um auch ihr geistiges Alter herauszufinden. Du kannst noch mehr Tests und andere lustige und informative Videos auf unserem Kanal finden. Also klicke auf Abonnieren und folge uns auf die Sonnenseite des Lebens.